Leicht zerknautscht, aber aufmerksam ruht der kleine Kamelhengst im trockenen Sandbett. Am 25. März brachte Kameldame Natascha ihr Hengstfohlen Tapé auf die Welt. Doch während die erfahrene Mutter bereits neugierig hinter ihrem Tierpfleger Benjamin Krüger herläuft, sieht sich Tapé in aller Ruhe seine Umgebung an. Samira dagegen, die zweite Stute der Hagenbeck-Gruppe, brachte ihr Fohlen zwei Wochen später, am 4. April, auf die Welt. Auf diesen Bildern ist der neugeborene Hengst erst 12 Stunden alt und hat noch sichtlich Mühe, seine Beine in die richtige Reihenfolge zu bringen. Aber er weiß seine Mutter in sicherer Nähe. Die Kamele passen schon auf ihren eigenen Nachwuchs selber auf. Bei Elefanten kennt man das ja, das ist eine Familie und da passen die Tanten und Geschwister auf. Bei Kamelen ist das nicht so. Die Natascha lässt bei sich nur das eigene Kind trinken, wenn da vom Samira das Jungtier kommt, der Ulan, dann beißt sie den schon weg und das ist umgedreht genauso. Also es ist nicht so ein großer Familienzusammenhalt wie bei Elefanten, sondern das ist schon jede Kamelmutter für sich. Noch haben die kleinen Kamelhengste kaum Interesse aneinander. Mama Samira kneift ihren Sohn mit den Zehen immer wieder leicht ins Hinterteil, um den kleinen Kerl zum Aufstehen zu bewegen. Denn schließlich sind Trampeltiere Nestflüchter, für die eine schnelle Flucht vor plötzlich auftauchenden Feinden das Überleben sichern kann. Doch seine ersten Schritte sehen noch sehr starksig und ungelenk aus. Den Namen Ulan wählte Reviertierpfleger Benjamin Krüger nach der Hauptstadt der mongolischen Heimat der Trampeltiere, Ulaanbaatar. Kamelhengst Asim gehört ebenfalls zu der Trampeltiergruppe im Tierpark Hagenbeck. Asim sucht schon den Kontakt und schnüffelt an den Jungtieren, aber wir haben festgestellt, dass er auch das Euter interessant findet. Also das wird wahrscheinlich anders riechen und er fängt bei Natascha an, daran zu nuggeln. Und wir wollen natürlich sicher gehen, dass das Jungtier genug Milch bekommt. Deswegen haben wir Asim jetzt von den Mädels getrennt, damit die Jungtiere die Milch erstmal bekommen. Und Asim hat jetzt Einzelhaft. Mal gucken, wie lange wir das machen. Futter bekommen die Trampeltiere so viel sie wollen. Im Winter Heu, im Sommer Gras. Die Mütter bekommen zusätzlich noch Kraftfutter in Form von Pellets oder auch Rüben. Schließlich müssen sie ja erst ihren Nachwuchs austragen und ihn dann auch noch fast ein Jahr lang stillen. Nach einer Tragzeit von 13 Monaten bekommen die Kamelstuten alle 2 Jahre meist ein Jungtier. Also Jungtiere werden etwa circa 2 Jahre hier bei uns bleiben, also bei den Eltern. Die trinken so bis zu 1 Jahr Milch. Die werden jetzt in den nächsten Wochen schon anfangen mit Heu knabbern. Und wenn es Gras gibt, werden sie auch anfangen, am Grashalme zu knabbern. Aber so bis zu 1 Jahr werden die schon gesäugt. Sobald die Jungtiere kräftig genug sind, darf auch Papa Asim zu seinen Sprösslingen. Bis dahin aber sind die fürsorglichen Mütter erst einmal alleinerziehend unterwegs. Natascha, ja. Du machst das alles ganz gut, ne?